Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Wie ihr hier sehen könnt, befinden sich hier einige meiner Bananen. Zum Beispiel meine rote Zimmerbanane. Um diese soll es jetzt hier aber gar nicht gehen, da diese ganzjährig warm gehalten wird. Also ich sie ganzjährig im Haus hier habe. Aber ich denke, sie ist auch schon durchaus ein beeindruckender Blickfang für euer Zuhause, wenn man sich mal ihre beachtliche Größe anschaut. Insbesondere möchte ich aber heute über die Überwinterung von Bananen reden. Jetzt geht es ja langsam in Richtung Winter zu. Wir haben jetzt November und es wird kalt draußen und die ersten Fröste bilden sich. Und deswegen musste ich meine Bananen überwintern. Und dafür habe ich hier einige winterharte Bananenexemplare aufgebaut, bei welchen ich euch die Unterschiede nennen möchte und wie ich diese überwintern lasse und welche Alternativen es zu meiner Überwinterungsmethode aber auch noch gibt. Die erste Banane, die ich euch vorstellen möchte, ist hier die rosa Zwergbanane. Dabei handelt es sich um die erste winterharte Banane, die ich euch vorstellen möchte. Diese habe ich draußen gehalten und jetzt aus dem Garten entnommen und hier in einen Topf umgesiedelt, wie man sehen kann. Man kann diese Banane aber auch durchaus draußen überwintern. Dafür ist es dann notwendig, dass man sie abschneidet und eben abdeckt mit einer Folie oder etwas Ähnlichem. Das Besondere an dieser Bananenpflanze hier ist, dass sie essbare Früchte tragen kann und auch an schattigeren Standorten stehen kann. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich sie eben nicht draußen lasse, sondern dass ich meine rosa Zwergbanane mit hier ins Haus nehme und dafür eben umtopfe und damit ich sie auch nicht abschneiden muss. Also, die nächste Banane, die ich euch vorstellen möchte, welche womöglich auch eine der weitverbreitetsten Bananen ist, ist die japanische Faserbanane, wie sie hier zu sehen ist. Und diese wollte ich euch jetzt als nächstes vorstellen, da im Vergleich zu der Bananenpflanze, die ich euch eben gezeigt habe, diese hier bereits ein Rhizom hat. Das kann man hier sehen. Das ist dieser Ballen, den sie quasi besitzt. Und das ist bei dieser Banane hier nicht der Fall. Und das bedeutet, dass ich diese Banane in diesem Zustand nicht draußen lassen würde über den Winter. Während es bei der japanischen Faserbanane hier aufgrund des Rhizoms durchaus möglich ist, da sie schon eine gewisse Stabilität aufweist. Ich kann euch das auch mal demonstrieren. Ich kann sie hier samt mit der Erde aus dem Topf heben. Und hier haben sich auch schon schön die Wurzeln verteilt. Und daran kann man sehen, dass sie auf jeden Fall diese gewisse Stabilität bedingt durch das Rhizom aufweist. Das Rhizom ist natürlich auch das Leben der Banane, wo sich alle Nährstoffe sammeln und bündeln, welche der Banane die nötige Kraft geben. Wenn ich das bei dieser Banane hier tun würde und versuchen würde, sie jetzt hier raufzuziehen, könnte es passieren, dass ich sie rausreiße mitsamt ihres Wurzelwerks und dass sie dann kaputt gehen würde. Dennoch habe ich diese Banane jetzt mit nach drinnen gebracht, aber ich hätte sie eben auch durchaus wieder abschneiden und unter einer Folie oder etwas Ähnlichem draußen überwintern lassen. Ansonsten gilt, wie bei der vorher vorgestellten Banane, dass man sie eben aus der Gartenerde entnehmen und in diesen Topf hier setzen kann, um sie dann über den Winter hier drin zu bringen. Für die Überwinterung im Haus gilt übrigens folgender Grundsatz, an den ich mich immer halte. Und zwar entweder hält man die Banane hell und warm oder man hält sie beispielsweise in einem Keller, kälter und dunkel. Und so handhabe ich das bei meinen Bananenpflanzen immer, wenn ich sie überwintern lasse. Also ich schaue dann, ob ich sie eben hier in das Haus bringe und dann beispielsweise in dieser eher wärmeren Umgebung hier unter eine Pflanzen-LED platziere, wie sie hier auch zu sehen sind. Oder, falls ich etwas Licht habe, bringe ich meine Bananenpflanze eben in den Keller. Da muss ich dann nicht auf so eine Pflanzen-LED bzw. so ein Pflanzenlicht zurückgreifen, denn da dort eben der Grundsatz dunkel und kühl gilt. Und in einem Keller ist es, wenn man kein Licht anhat, wohl immer etwas kühler und eben auch dunkel. Außerdem fragen sich die Leute immer,
ob sie bei der Bananenpflanze die Blätter abschneiden oder dran lassen sollte. Auch da gilt, wenn ich sie im Keller halte, dann kann ich die Blätter abschneiden. Aber wenn ich sie hier im Raum bei Zimmertemperatur in der Wärme lasse, dann sollte ich die Blätter auf jeden Fall dran lassen. Es ist ja natürlich auch so, dass diese Zimmertemperaturumgebung mit der Helligkeit des Lichts am ehesten noch dem natürlichen Klima der Pflanze entsprechen würde. Der nächste Grundsatz bei der Überwinterung von Bananen heißt oder bedeutet, dass wenn ihr eure Bananenpflanzen dann im Keller überwintert, ihr sie eher seltener gießen solltet. Natürlich gilt generell, ob ihr sie jetzt hier im Zimmer habt oder bei euch im Keller, dass ihr die Bananenpflanze nicht übergießen solltet. Das kann dann dazu führen, dass sie vermodert und dass sie mit der Zeit kaputt geht. Aber eine im Keller stehende Banane sollte seltener gegossen werden als eine im Zimmer stehende Banane. Sie sollte aber in keinem Fall staubtrocken sein, also die Erde insbesondere, aber sie sollte auch nicht in beiden Fällen so vor Feuchtigkeit triefen, dass eben die Erde und die Pflanze vermodern können. Die nächste winterharte Banane, welche ich euch vorstellen möchte, ist die Musa Nagensium, wie sie hier zu sehen ist. Diese kann so gehalten werden wie die bereits vorgestellten Bananen, wie zum Beispiel die Faserbanane, dass sie eben ins Haus gebracht werden sollte, wenn sie noch kein Rhizom gebildet hat. Aber sobald sie dieses hat, dass sie durchaus auch draußen überwintern kann. Diese trägt auch, wie die bereits vorgestellten Bananen, zum Teil essbare Früchte und ist sehr gut, integriert sich sehr gut in die bereits genannten Bananenpflanzen, welche winterhart sind. Eine besondere Bananenpflanze, welche ich euch hier vorstellen möchte, ist die Schneebanane. Und diese hat die Besonderheit, dass sie nicht abgeschnitten werden darf. Also ich hatte ja erwähnt, dass die Bananenpflanzen, die ihr draußen überwintern lasst, dass ihr diese abschneiden könnt bzw. müsst und sie dann beispielsweise mit einer Folie oder auch mit Laub abdecken könnt. Das habe ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Und bei dieser ist es eben nicht so. Also diese dürft ihr nicht abschneiden. Das ist auch mit ein Grund, warum ich sie jetzt zum Überwintern hier ins Haus gegeben habe. Aber ich muss sagen, dass die Bananenpflanze, diese Schneebanane, mir so gut gefällt, dass ich das in Kauf genommen habe und sie mir dennoch zugelegt habe. Das ist aber dieses Bananenrepertoire, welches ich euch hier zeigen wollte, bezüglich der Bananen, die winterfest sind und wie diese sich eben voneinander unterscheiden in der Überwinterung. Ich würde mich dann jetzt mit diesem Video über die Überwinterung von Bananen bei euch verabschieden. Hier seht ihr auch nochmal einige meiner Bananen, die ich hier bereits ins Innere gebracht habe, welche sich hier am Nordfenster befinden. Hier ist es auch durchaus etwas kühler und eher dunkler. Und genau, ihr könnt auch gerne bei meinem nächsten Video wieder mit dabei sein, wenn ich euch etwas prinzipiell zur Überwinterung von Bananenpflanzen draußen erzähle, welches auch gut zu meinem letzten Video passt mit dem Laub, welches sich im Garten befindet und wofür man dieses nutzen kann. Ich hoffe, dass wir uns bei diesem Video dann wiedersehen. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren, falls ihr weitere Videos dieser Art von mir sehen wollt. Und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann bald wieder. Eure Gartenfee Maja. Bis bald.